war jetzt zuerst die Henne oder das Ei? Entstehen die Foodtrends, weil du sie mal so benennst? Oder sind tatsächlich die Foodtrends zuerst mal da? Du stellst sie fest. Was ist deine Einschätzung? Das ist halt eine leicht diskursive Frage. Ist eine berechtigte Frage. Ja. Henne oder Ei? Wahrscheinlich gibt es nicht die Lösung. Aber ich versuche natürlich, wenn ich mich entscheide, einen Trend zu beschreiben oder eben in meinem jährlichen Food Report zu fokussieren, versuche ich natürlich Phänomene, die schon in der Gesellschaft stattfinden, festzuzurren und festzumachen. Und manche Trends warten jahrelang in der Schublade und ich denke mir, wieso passiert dort nichts? Ich glaube, es ist sehr klar, dass die Gastronomie sehr nah am Konsumenten ist, sehr nah am Markt und deswegen ein sehr schneller Bereich ist. Auch die Getränkeindustrie ist sozusagen auch schneller in manchen Bereichen. Viel langsamer ist zum Beispiel der Lebensmittelhandel und auch die Lebensmittelproduktion war jetzt eigentlich jahrzehntelang immer besonders träge, mehr traditionsorientiert. Und ich versuche in meiner Arbeit sozusagen die ganze Kette immer wieder sehr bewusst zu screenen und zu schauen, wo tut sich was. Das ist so der eine Blick. Das andere ist, wirklich meine Glaskugel sind die Megatrends. Die Megatrends sind sozusagen die großen Treiber des Wandels und die werden ja regelmäßig vermessen. Da kann ich mir anschauen, okay, wie ist es mit den Haushaltsgrößen, wie ist es mit der Bildung, wie ist es mit dem Einkommen, wie ist es mit der Reisehäufigkeit, was sind die Reiseziele, kann man Globalisierung, Gesundheit, Mobilität, Urbanisierung, Digitalisierung, das sind alles so große Treiber. Und im Moment zum Beispiel ist der Megatrend Neo-Nature praktisch, fliegt uns fast um die Ohren. Die Klimadebatte hat echt an Fahrt gewonnen. Der Vorbote war für mich so ein bisschen das Mikroplastik. Und ja, wann kann man Trends erkennen oder beschreiben? Also zuerst müssen die Trends da sein, bevor ich sie beschreiben kann. Ich glaube nicht, dass ich sie erfinde, aber so Trendphänomene haben eine gewisse Dynamik, die ich auch nicht einschätzen kann. Aber ich beschreibe sie dann, wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht nur in einer Branche sichtbar und es ist nicht nur an ein, zwei, drei Trendphänomenen festzumachen, sondern es hat schon ein bisschen mehr Struktur. Das bleibt manchmal Glückssache, ob man das Timing erwischt. Manchmal bin ich zu früh, ich habe mein Tempo ein bisschen verlangsamt, weil ich den Eindruck habe, man kann Trends auch verheizen. Und ich versuche es ja doch in der Analyse die Substanz herauszuarbeiten und im Report eben nicht nur die Trends zu formulieren, sondern auch die größeren Entwicklungen, damit die Trends nicht nur in den Marketingabteilungen landen. Mhm. Das ist immer die Gefahr, dass man dann nur ein altes Produkt nimmt und das kriegt ein neues Marschall. Und damit kann man Trends auch verheizen. Aber ich glaube, wir sehen einfach, dass das Thema ordentlich an Fahrt gewonnen hat und dass es eine große Differenzierung gibt. Du hast jetzt vorhin erwähnt, Trends, die in der Schublade bleiben, teilweise jahrelang, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Hast du da ein konkretes Beispiel dafür? Also ich habe vor, müsst jetzt selber schauen, 3-4 Jahren den Foodtrend Sensual Food beschrieben. Das ist so ein stärkerer Fokus auf die Geschmackspotenziale, ist eine neue Neugierde, die hat mehrere Treiber. Das eine waren sicher auch diese rasante Entwicklung der Sensorik und die Professionalisierung, auch der Versuch, mal wissenschaftlich die Rezepturen nach den Aromastoffen zu scannen. Das hat auch mit dem Food Pairing zu tun. Und dieser wissenschaftliche Blick aufs Aroma, habe ich mir gedacht, da müsste jetzt eigentlich noch viel mehr kommen. Aber das hat dann eigentlich doch relativ lang gedauert. Und ich habe das Gefühl, jetzt erfährt sozusagen für mich nochmal einen Spin durch diese rasante Bewegung bei den Microbreweries oder zum Thema Fermentierung, auch bei den Säften. Also Fermentation ist natürlich was hochgradig Regionales. Und da kommt also eine neue Connoisseurschaft. Und um zu entscheiden, ob das gut ist oder nicht, braucht es einfach sehr viel Erfahrungswissen. Und sehr viel Know-how und Austausch. Und ich habe das Gefühl,
das könnte einfach dann nochmal so ein großer Push sein. Das ist schon sehr spannend, dass wir sozusagen auf Mikroebene uns wirklich sozusagen wieder diesen Themen mit großer Freude annähern. Mhm. Da kann man ja auch ganz, ganz gut einhaken, weil das Jahr 2019 neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Das heißt, du bist jetzt auch dann fast schon gezwungenermaßen in der Pflicht für 2020 die Welt vorauszusagen, zumindest die kulinarische. Ich habe in den letzten Jahren oft den Lebensmittelhandel angeschaut, der einfach der mächtigste Player ist und sich gerade im deutschsprachigen Kulturraum sehr langsam bewegt. Sich auch nicht wirklich bewegen muss, weil er einfach eine wahnsinnige Dichte hat. Und das verlangsamt das Tempo der Innovation. Trotzdem sind sie nervös geworden durch die Digitalisierung. Aber spannend ist natürlich, wie Globalisierung mit dem großen Gegentrend der Regionalität, was sich da wieder verwirbelt und tut und wie dann die Akteure darauf reagieren. Also im Moment finde ich einfach das Thema Urbanisierung, urbane Lebensmittelproduktion einfach ein wahnsinnig spannendes Thema. Da geht es jetzt richtig ab, auch im europäischen Raum. Und das sind so Themen, die kann man ab und zu auch in Trends fassen, aber das sind Themenbereiche, wo ich einfach gern tiefer gehe und das macht dann eben einen Schwerpunkt, ein Kapitel aus. Also ja, das Jährliche ist schon ein Treiber, aber die Arbeit geht eigentlich durch. Also da gibt es eigentlich kein Anfang und Ende und das ist halt dann der Versuch, dann zu einem gewissen Zeitpunkt zu sagen, okay, diese Trends halte ich im Moment für aktuell, beziehungsweise versuche ich schon, ich zähle jetzt im Moment 40 Trends und das sorgt nicht oft einfach für Verwirrung. 40 Trends für das Jahr 2020 oder für jetzt die nächsten paar, für den nächsten Zyklus, für den anstehenden oder? Also meine Trends, mein Anspruch wäre, dass die eine Lebenserwartung zwischen 15, zum Teil 15 Jahre haben. Und 40 Trends im deutschsprachigen Kulturraum sind wahnsinnig viel. Extrem viel. Ja. Das irritiert. Ja. Irritiert ordentlich, aber das ist eigentlich die Stärke, weil diese differenzierte Esskultur muss sich ja auch in diesen Trends widerspiegeln und ich tue es dann clustern nach Themenbereiche und wenn sich zum Beispiel jetzt ein Gastronom auf das Thema Lebensmittelqualität oder Essalltag oder Gesundheit oder Genuss spezialisiert, dann hat er innerhalb dieses Clusters verschiedene Ausrichtungen. Man kann schauen, okay, da bin ich daheim, das ist spannend, das mache ich, aber diese neue Ausrichtung, damit könnte ich mein Profil schärfen. Und man kann nicht mit allen Trends arbeiten. Das ist ganz wichtig, dass man weiß, was man machen will und was man kann und was zu einem passt. Und man kann nicht mehr nur einfach irgendeinen hippen Trend nehmen und sagen, mit dem mache ich jetzt. Da geht es auch um Authentizität und deswegen versuche ich, diese Themencluster auch so differenziert auszuarbeiten, damit man nicht verführt ist, immer zu hupfen. Weil wenn man jedes Jahr was Neues macht, kommt man wahnsinnig unter Druck und verheizt sich selber. Also so schnell ist auch nicht der Kunde und man selber rennt eigentlich damit in so, ja, das sind dann schon keine Trends mehr, das sind dann mehr so der Geschmack der Saison oder der Geschmack des Hochsommers. Also das wird immer schneller und da muss man wirklich aufpassen. Das kann man ab und zu machen, aber wenn man sich auf diese Drehgeschwindigkeit einlässt, verheizt man sich selber. Da braucht schon ein großes Team und das ist sehr aufwendig und ausgesprochen schwierig. Da ist man dann wirklich beim Wahrsagen. Und da nehme ich mich auch sehr bewusst raus. Die Trendphänomene sind zwar spannend zu beobachten und ist natürlich mit der Digitalisierung wird es auch weltweit wahnsinnig schnell kommuniziert. Aber wir sehen auch, wie dass dann die Teller, Moden des Designs dann innerhalb von einigen Wochen in Wellen wirklich einmal um die Welt gehen. Und das allein, glaube ich, greift zu kurz. Ja? Da verliert man oft vor lauter Schauen und Suchen die eigene Substanz. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir hier wirklich schauen, dass wir da das eigene Profil schärfen und auch klare Ziele fokussieren und wissen, dass man die nicht von einem Monat zum nächsten erreichen kann, sondern dass das wirklich auch ein Stück Arbeit ist. Das Sourcing ist so ein Riesenthema.
wäre ich jetzt ein Gastronom oder ein Neogastronom und würde dich konsultieren und sagen, ja, also ich muss mir überlegen, was für ein Konzept mache ich, worauf kann ich bauen, ich möchte den Laden jetzt in den kommenden Monaten eröffnen. Was würdest du mir da für einen Input geben? Sagen wir jetzt mal im deutschsprachigen Raum. Das ist ein viel zu grobes Raster, wenn man schon Lage, Know-how, Zielgruppe, wen will ich erreichen, was gibt es im Umfeld? Also Umfeldanalyse, Lage, dann natürlich auch konkret, welches Design, Design ist Sprache, ja? Und auch eigene Ziele und Wünsche, ja? Was passt zu dem Team, was will ich sozusagen erreichen, habe ich ja Philosophie, habe ich da Werte, die ich da berücksichtigen sollte. Ich glaube, das sind alles Must-Haves und da braucht es Klarheit. Und dann kann man, wenn man sozusagen eine Idee hat, kann man natürlich auch das Profil schärfen, indem man dann, wenn man ein, ist dann die Frage, zuerst das Kochteam und mit dem das entwickeln oder selber entwickeln und dann das passende Kochteam suchen. Idealerweise geht es Hand in Hand. Idealerweise sind es starke Teams, die miteinander deinen Prozess durchmachen, die ausprobieren, die gemeinsam reisen, die gemeinsam schauen, was gefällt uns, was nicht. Und dann braucht sozusagen natürlich die Kreativität, aber auch den Intellekt, um sozusagen diese beiden Ebenen zusammenzubringen. Es gibt bei den Köchen wahnsinnig viele Künstler, die ein tolles Know-how haben und die wirklich zaubern können, denen es aber kaum gelingt, das in Worte zu fassen oder dem die Struktur zu geben. Und da braucht es oft kleine Teams, damit es funktionieren kann und einen offenen Dialog. Und ich glaube, da geht es primär darum, herauszufinden, was man selber will, was man kann, wo man authentisch ist oder eben auch, was der Markt braucht. Und in einer Stadt ist beides möglich. Da kann jeder sozusagen, da ist genug Platz für Künstler, die ihr eigenes Profil herausarbeiten. Das ist Hardcore, das ist richtig viel Arbeit. Aber wenn es einem liegt, eine wunderschöne Aufgabe, sehr herausfordernd, dann gibt es natürlich auch einfach Must-Have und Basics. Und auch da finde ich einfach schnell was Gutes essen. Ja. Und das sehen wir in Deutschland ganz massiv. Die Burger sind sozusagen Mainstream geworden. Und ich denke mir, das kann doch wohl nicht die Antwort sein. Ja. Das wäre mal zu wenig. Ja. Ich glaube, wir müssen wirklich schauen, dass wir auch die regionalen Eigenheiten auch von der Lebensmittelproduktion, Sourcing erscheint mir ein wahnsinniges Thema. Jetzt mit dem großen Thema Nachhaltigkeit, und das ist in Deutschland ein Riesenthema. Wo fängt dieses Sourcing an? Ist es ein Wunsch des Konsumenten, des Gastes, der genau wissen möchte, welches Produkt ihm jetzt aufgetischt wird? Oder ist es tatsächlich so ein proaktives Gastronomen, eine Gastronomenmaxime, die sich unabhängig davon etabliert hat? Wie würdest du das Sourcing jetzt auch als Trend festmachen? Wir könnten es mal so als Marktdynamik versuchen zu verstehen. Also wir haben jetzt jahrzehntelang durch die Industrialisierung der Landwirtschaft, durch die Globalisierung der Stromflüsse haben wir sozusagen, sind wir in diesen Lebensmittelüberfluss gekommen. Das heißt, der Fokus war immer schneller, billiger, mehr. Und das wird langsam unappetitlich. Das ist einfach langsam nicht mehr genug. Es gibt für mich Preise, wo man denkt, das will ich gar nicht mehr essen, weil da darf ich gar nicht anfangen nachdenken. Und Essen ist ja, und das ist ein Trend, auch moralischer geworden, moralisch aufgeladener geworden. Zum Teil kriegt es ja fast religiöse Züge. Und jetzt, wenn man sich anschaut, wie die Klimadebatte und das Thema Nachhaltigkeit und CO2 sozusagen unsere Wahrnehmung im Moment fast flattet, ja, kann man einfach wahrnehmen, dass dieser Druck, da sich besser auszukennen, bessere Lösungen zu finden, alltagstauglich, sozusagen im Alltag kleine Schritte zu gehen, ohne zu verzichten. Da ist natürlich jedes Konzept, das es ein bisschen leichter macht,
da die bessere Wahl zu machen, jetzt nicht nur aus dem Blickwinkel von Gesundheit, das ist auch ein Trend, aber sozusagen auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Und da haben wir gar nicht so viele Möglichkeiten zur Verfügung. Das eine ist ein ganz ein zentrales Sourcing. Welche Produkte wollen wir um die Welt herumfliegen lassen und welche nicht? Und wie können wir regionale, gerade in den Städten, regionale Antworten finden? Und mit der Kreislaufwirtschaft gibt es ganz spannende Produktionen zum Thema Pilze, zum Thema Insekten geht es jetzt langsam los. Ja. Aber auch, wir haben in Wien Schnecken, wir haben sehr viel Salatproduktion. Also da tut sich im Moment sehr viel. Und ich glaube, da muss einfach schauen, was gibt es in der Nähe? Wie kann man hier Kreisläufe fördern? Und dann muss man gar nicht so pädagogisch jetzt den Kunden erklären, dass das viel besser ist, sondern wenn das selber einem persönlich ein Anliegen ist, glaube ich, kann man es viel leichter auch kommunizieren. Und das Schöne ist, dass man dann auch näher am Produkt ist. Das ist ja auch so eine Sehnsucht. Wir haben durch die Industrialisierung einfach die letzten Jahrzehnte die Produktion nicht nur aus der Stadt genommen, sondern wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wie eine Kuh ausschaut. Ja? Oder was Schweineln fressen. Und es schockt uns dann, wenn dann auf einer Kuh steht, die ist 25 Jahre alt. Ja? Wie manche alpine Köche sozusagen jetzt in die Offensive gehen und da sozusagen eine ganz neue Informationspolitik hineinspielen lassen. Und das irritiert. Das ist auch Teil des Sourcings, dieses Informationspolitik proaktiv praktizieren, um... Das ist eine Spielart. Eine Spielart. Und ich finde das ganz wunderbar, weil es regt zum Denken an. Ja? Also wir wollen wieder ein bisschen, ich glaube wirklich, dass da eine Sehnsucht gewachsen ist, wieder ein bisschen mehr zu erfahren. Und viele Gastronomen verstecken es, weil sie es selber nicht wissen. Nicht wissen wollen. Die Hierarchie der Themen ist eine andere. Ja? Es ist irrsinnig stark der Preis, aber wenn man versucht, da auszuscheren, muss man auch bessere Geschichten haben. Und ein regionales Produkt hat natürlich eine andere Qualität, weil ich da viel näher an der Geschichte bin und da auch so eine Beziehung herstellen kann. Und das finde ich eigentlich ganz spannende Aspekte. Und da ist noch viel Platz für Innovation. Und das passt auch zu der großen Sehnsucht nach Frische und Naturnähe. Das ist ja auch... Also Foodtrends sind ja immer auch Antworten auf aktuelle Wünsche, Probleme, Sehnsüchte. Und Sehnsüchte, ja? Genau, das haben wir damals besprochen gehabt auch. Die Frage, wann ist ein Foodtrend eigentlich ein Foodtrend? Also Foodtrends in meiner Definition sind Randphänomene. Ja? Das ist nicht Mainstream, sondern das sind genau die Peaks, das sind die Leuchttürme, das sind sozusagen diese neuen Lösungsansätze. Und es hat dann ganz viele Faktoren, ob die wachsen können, ob die wirklich in den Mainstream hineinwachsen. Und wenn sie Mainstream sind, müssen natürlich die kreativen Ränder schon wieder neue Themen entdecken und finden. Also, das heißt, ein Foodtrend ist wirklich was Elitistisches eigentlich, das dann normalerweise oder zu einem... Manche werden verheizt, manche wachsen und machen sozusagen wirklich Nischen auf. Aber was sich schon auch zeigt, in den letzten 5 bis 10 Jahren habe ich schon den Eindruck, dass es eigentlich mehr Differenzierung gibt, aber es immer weniger große Themen gibt, die in den Mainstream rutschen. Also der Flexitarier ist zum Beispiel ein klassisches Thema, das in den Mainstream gerutscht ist. Auch das Thema Regionalität, Lokalität ist Mainstream geworden, aber hat es trotzdem geschafft. Ich habe vor Bayern das Thema brutal lokal thematisiert. Und es bleibt super lebendig und spannend. Und da sieht man, dass sich Trends, wir nennen es Rekursionsschleifen, sozusagen sich auch weiterentwickeln. Also das Regionale, früher waren es einfach nur Gerichte in Wien, das Wiener Schnitzel. Da galt das als regionale Küche. Dann irgendwann ist man draufgekommen, es wäre doch eigentlich gescheit, wenn das auch nochmal ein Kalb wäre, das aus der Region kommt. Also auch die Herkunft der Ausgangsprodukte ein Thema. Und da redet man meistens dann nur von den Hauptausgangsprodukten, sonst hätte man Beipackzettel. Und dann gab es sozusagen viele regionale Qualitätsinitiativen und auch in den Städten die ersten kreativen Zentren in dem Bereich. Dann hat plötzlich der Handel auch gedacht, hoppla, das Thema Regionalität, das ist so emotionell,
Das ist so eine starke Gegenbewegung zu der Globalisierung. Das dürfen wir nicht auslassen und haben eigentlich gegen ihren Effizienzgedanke wieder neue Kreisläufe zum Thema regionales Sourcing aufgebaut. Und da könnte man ja annehmen, dass das Thema dann wirklich tot ist, wenn der Handel, der wirklich den Mainstream bedient, das Thema so stark aufgreift. Aber siehe da, genau dann sind es wieder die Gastronomen. Und für mich war das wirklich die nordische Küche, die da auf einem vollkommen ungewöhnlich dichten und soliden und wirklich erarbeiteten Struktur angefangen hat, sich selber neu zu entdecken. Ja, es gab davor keine nordische Küche. Es gab Musik und Film und Literatur, aber die Küche, da fällt, glaube ich, nicht vielen sehr viel ein. Und die haben sich da wirklich neu erfunden, haben da einen neuen Stolz entwickelt, aber haben sozusagen ihre Wurzeln, die man wirklich sehr bewusst wieder entdecken musste, ausgraben musste im wahrsten Sinne des Wortes, haben die sozusagen mit dem aktuellen Know-how und auch mit einer anderen Kommunikationskultur wahnsinnig offensiv kommuniziert. Das war schon auch neu, da konnten wir sehr viel lernen, dass die Küche, also die Köche und Köchinnen der nordischen Küche sozusagen 1:1 kommuniziert haben. Ja. Ja, das war eine offene Kommunikationskultur, hat es bei uns so nicht gegeben. Gibt es neben, also als letzte Frage, gibt es neben dem Sourcing noch zwei andere, damit wir einfach mal drei nennen, zwei andere Elemente, die zukunftsträchtig sind aus der Sicht der Foodtrend-Forscherin Hanni Rützler? Also Sourcing erscheint mir eines der mächtigsten Themen im Moment. Eben auch mit dem Schubkraft Nachhaltigkeit und Regionalität und auch der Fragestellung, was macht Sinn regional und was nicht? Und was ist regional? Ja, also die ganzen Asia Greens, die ganzen asiatischen Gemüse wachsen bei uns ganz hervorragend. Und wir haben natürlich auch im Klimawandel kommen neue, wachsen bei uns neue Produkte. Andere verlieren wir. Also da ist wahnsinnig viel Bewegung. Ein zweiter Themenbereich ist für mich natürlich auch Information. Wie kann man die eigene Qualitätsphilosophie, wie kann man die eigenen Schwerpunkte kommunizieren? Marketing ja, aber wir haben natürlich viele neue Medien, wir haben ganz neue Möglichkeiten. Was braucht der Kunde? Was möchte ich kommunizieren? Und das geht oft aneinander vorbei. Ich glaube, da sind wir auch erst am Anfang sozusagen herauszufinden, weil das Medium ist sozusagen meistens schon die Message. Und da muss man, glaube ich, auch professionalisieren. Das ist einfach sehr mächtig und wichtig geworden. Und ich glaube, aktuell, was mir Sorgen macht in der ganzen großen Sektor Gastronomie ist sozusagen, wie gehe ich um mit dem Personal? Wie organisiere ich, wie kriege ich da mehr Spielraum und Lebensqualität und Wertschätzung hinein für die Menschen und eben nicht nur fürs Produkt. Also das Produkt ist natürlich ganz zentral, aber das geht nicht, wenn nicht das ganze Team ringsherum, wenn nicht da sein Geist herrscht, dass auch die Wertschätzung über das Produkt hinausgeht. Also das heißt Arbeitszeiten, das heißt aber auch Arbeitsqualität, das heißt zu schauen, dass man nicht immer am Wochenende, dass man nicht immer in der Nacht, es muss irgendwie ein Leben möglich sein. Und das ist etwas, da wird im Moment halt ausgelagert, was geht und gespart, was geht und damit hungern wir uns selber aus. Ja, also Sourcing, Information und, wenn man dann so will, Human Resourcing. Das wären so drei. Vielleicht noch ein Thema. Müssen wir nochmal überlegen über die Hierarchie für diese Branche. Aber ich habe den Eindruck, das Kochen an sich ist etwas, was im Alltag immer weniger regelmäßig stattfindet. Mhm. Und da müssen wir nochmal überlegen, was ist Kochen überhaupt? Ja. Also viele Singlehaushalte kochen kalt oder der Kühlschrank kocht oder das Handy ist sozusagen
das Gerät der Wahl, das Angebot entscheidet dann und wird geliefert. Wir sehen Kochen im Fernsehen, aber so kann man nicht kochen lernen. Man sieht, dass die Party in der Küche ist. Das ist schon mal gut. Und stimmt ja auch, die Party war immer in der Küche, aber die Haushalte werden kleiner und da stellt sich die Frage, macht Kochen Sinn für sich allein oder für zwei? Es wird immer unregelmäßiger und damit immer spontaner. Also es geht wahnsinnig viel Kochwissen verloren und die Köche, da sind wir wieder bei der Wertschätzung, müsste eigentlich schauen, dass sie die Küche rauskriegen aus den Hinterräumen, ja, dass das auf Augenhöhe basiert. Da muss man auch, das ist eine Art von Kommunikation. Genau, und eine Art von Transparenz auch. Also ja, von Transparenz, aber auch, da geht es ja nicht um Schönung, ja, sondern da geht es einfach Wertschätzung und das zu zeigen. Das verändert die Küche und das ist einfach auch irrsinnig schön zu sehen, wie viel Arbeit es ist, wie viele Handgriffe. Und ich glaube, das erhöht die Toleranz, dass Sachen auch dauern dürfen. Und es ist einfach so eine ganz andere Genussebene. Also ich glaube, das wäre hoch an der Zeit, dass wir sozusagen zeigen, dass es eine Küche gibt, weil es gibt viele Restaurants, wo man den Eindruck hat, das sind lauter Ghost Kitchen und ich weiß gar nicht, woher das Essen kommt. Ja.